Und herzlich willkommen am 22. Abend der 23. Rieser Kulturtage. Heute wird uns Herr Gerhard Beck die Geschichte der Juden im Ries im Allgemeinen vorstellen und die Geschichte der Juden aus Ederheim insbesondere. An dieser Stelle mache ich heute Abend unverhohlen Werbung. Für die Chronik Ederheim, Hörnheim, Christgarten. Herr Beck hat sie uns seinerzeit in der Ederheimer Mehrzweckhalle im Rahmen eines Festaktes präsentiert. Mitgearbeitet haben an ihr außerdem Kurt Kröppelin, Wolfgang Dösel, Friedrich Metzger, Wilfried Sponsel, Christoph Metzger. Das Werk ist eine unverzichtbare Fundgrube für die Geschichte des Südrieses weit über die genannten Orte hinaus. In ihm finden Sie auch mehrere Seiten zum heutigen Thema. Aber eben auch speziell zu Ederheim. So begrüße ich unter den Zuschauern recht herzlich die amtierende Bürgermeisterin Petra Eisele und ihre Vorgängerin Caroline Zehnpfennig-Dolleschick. Lieber Herr Beck, wir freuen uns ein weiteres Mal auf Ihren Vortrag. Die Geschichte der Juden im Ries und in Ederheim. Ich habe hier also zwei Themen zusammengefasst. Es geht um die jüdische Geschichte im Ries und natürlich speziell mit dem Hintergrund dieser Gedenktafel auch um die Ederheimer Juden. Es wäre das Ganze natürlich auch wieder als Präsenzveranstaltung geplant gewesen. Wir wären in der Turnhalle in Ederheim, jetzt gerade aber Corona zwingt uns dazu. Die Geschichte der Juden im Ries ist seit dem Jahr 1298 im Prinzip sicher nachweisbar. Es war damals eine erste große Judenverfolgung im ganzen Land und natürlich auch im Ries und in der Grafschaft Oettingen. Und die Geschichte der Juden in Deutschland und natürlich auch im Ries ist immer von Vertreibung, von Verfolgung und von Wiederansiedlung und diesen ganzen Themen geprägt. Diese Pogrome im Jahr 1298 waren sehr, sehr gewalttätig. Also es wird in einem Schriftstück genannt, dass in Hörnheim allein 26 Juden ermordet worden wären. Auch in Nördlingen sind welche ums Leben gekommen, in Oettingen, in Hohentrüdingen und auch in Spielberg. Diese Orte dürften mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Wohnorte im engeren Sinne sein, sondern die Herrschaftsorte. Also bei Hörnheim darf man sich das Herrschaftsgebiet der Hörnheimer vorstellen. Bei Oettingen die ganze Grafschaft und bei Hohentrüdingen und Spielberg die jeweiligen Ämter. Diese frühen Nachweise sind sehr wertvoll und in der Folge dieser Pogrome wurden die Juden dann auch vertrieben. Sie haben sich im Normalfall dann auch sehr schnell wieder niedergelassen in den jeweiligen Orten, in denen sie ausgewiesen und vertrieben worden sind. Es war ganz praktisch so, dass die Juden sehr geschäftstüchtig und auch finanzstark waren, zumindest eine gewisse Schicht. Und deswegen waren sie an den Höfen der Grafen oder der Adligen oder in den Städten natürlich sehr gerne gesehen. Wir haben als
Wichtige Urkunde, die Erteilung des Judenregals 1331 durch den Kaiser Ludwig den Bayern an den Graf Ludwig den VI. Zu Oettingen hier im Bild. Und hier erteilt der Kaiser, also dem Oettinger Grafen, die Erlaubnis in seiner Grafschaft, in den Burgen und in seinem Herrschaftsgebiet, die Juden anzusiedeln oder zu dulden. Und diese Urkunde ist sicherlich nur eine Bestätigung, weil wir haben ja gerade gesehen, dass auch vorher schon Juden im Bereich Oettingen wohnhaft waren. Die nächste Judenverfolgung im Winter 1348 ist mit der Pestepidemie in Verbindung zu bringen. Besonders stark wurde damals in Nördlingen die Gemeinde verfolgt. Und wir haben hier ein ganz persönliches Schicksal eines Juden namens Pfefferkorn, der in Baldern wohnhaft war. Der hat ein sprechendes Siegel, also auf seinem beschädigten Siegel sieht man drei Pfefferkörner. Er war also sehr wahrscheinlich im Gewürzhandel tätig, ist als königlicher Kammerknecht dann befugt, bei den gräflich-oettingischen Burgen zu wohnen. Und 1349 wird dann von der Stadt Nördlingen ein Schuldschein ausgeliefert. Da wurden also von den vertriebenen und ermordeten Juden die Schuldscheine an die Oettinger Grafen übergeben. Und hier ist einer über 600 Pfund Heller, also eine riesige Summe, überliefert, der mit dieser Person in Verbindung gebracht wird. In dieser Zeit gab es die ersten jüdischen Gemeinden, also in der Grafschaft Oettingen und im Nördlingen. Und auf dieser Karte sind die wichtigsten jüdischen Gemeindeorte eingezeichnet. Wir haben also Oettingen und Wallerstein als gräfliche Residenzen, Nördlingen als freie Reichsstadt und dann einige kleinere Dörfer, in denen über die Jahrhunderte jüdisches Leben entstanden ist, oft dann auch mit Unterbrechungen durch Vertreibung und Ausweisung und dann mit verschiedenen Ende, mit manchmal dem Auflösen der jüdischen Gemeinde, aber auch mit der Vertreibung dann in der NS-Zeit. Hier eine Aufstellung der jüdischen Gemeinden. Die unterstrichenen sind länger von Bestand gewesen, also bis ins 20. Jahrhundert herauf oder Ende des 19. Jahrhunderts. Die anderen sind nur von kurzer Dauer. Also Sie sehen hier eine ganze Reihe von Orten, Dörfern, in denen nur für Jahrzehnte oder nur kurz über ein oder zwei Jahrhunderte sich jüdisches Leben gebildet hat und nachweisbar ist. Die Juden waren im täglichen Leben präsent durch ihre Handelstätigkeit im Vieh- und Immobiliengrundstückshandel, aber auch im Geldverleih. Also wir finden ständig Hinweise, dass jüdische Händler Grundstücke oder Vieh gekauft, verkauft, verhandelt haben. Und man findet auch manchmal hier im Archiv in Harburg solch eine Urkunde, die das auch nicht nur mit dem Namen dokumentiert, sondern hier hat auch anscheinend wirklich der Jude Falch aus Wallerstein auf diesem Schuldbrief in Hebräisch etwas notiert, was wir natürlich nicht entziffern können. Eine der ältesten Gemeinden ist in Oettingen zu finden. Wir haben hier
die ersten Opfer 1298 ja dokumentiert und dann 1348. Und die Besonderheit in Oettingen war, dass im 18. Jahrhundert es hier evangelische und katholische Juden natürlich in Anführungszeichen gab und die Juden in zwei Synagogen in zwei unterschiedliche gegangen sind. Die hatten einfach zum Grafen von Oettingen, also zum evangelischen Grafen oder Fürsten dann später oder zur katholischen Linie Oettingen-Spielberg gehört und haben sich auch in ihrem Selbstbewusstsein dann als evangelische oder katholische Juden bezeichnet, was natürlich in auswärtigen Gegenden für ja, großes Erstaunen gesorgt hat. In Oettingen ist dann 1853 eine neue Synagoge, eine gemeinschaftliche, errichtet worden. Und 1933 gab es noch 66 jüdische Einwohner und es sind mehrere Dutzend Opfer der Shoah überliefert, namentlich bekannt. Wir haben hier ein Bild vom Judenfriedhof in Oettingen. Im Heimatmuseum haben wir auch eine eigene Vitrine mit verschiedenen Gegenständen aus der Synagoge, mit Kultgegenständen. Die Synagoge ist nur noch in Resten erhalten. Also wir haben hier dieses Fenster, das noch da ist, eine Gedenktafel, aber ansonsten ist nichts mehr zu besichtigen oder zu erkennen. Im Heimatmuseum gibt es eine tolle Sammlung von Bildern und Stammblättern, Dateiblättern, die jüdische Familien und Personen dokumentieren, die in der Zeit des Dritten Reiches hier gelebt haben und deportiert worden sind. Es sind hier immer schöne Fotografien vom Fotohaus Hirsch mit dabei, die dieses ganze Schicksal natürlich auch etwas anschaulicher machen. Das Ganze mit biografischen Daten zu den jeweiligen Personen, also eine ganz tolle Dokumentation, die hier im Oettinger Heimatmuseum sich findet. Die Judengemeinde in Wallerstein ist genauso bedeutsam wie die Oettinger. Sie hat auch schon ihre Anfänge im 14. Jahrhundert, 1350 gibt es hier schon erste Hinweise und 1811 war in den allermeisten Gemeinden in diesem Zeitraum Anfang des 19. Jahrhunderts der bevölkerungsmäßig höchste Stand. Hier waren in Wallerstein von 2100 Einwohnern 14% jüdischen Glaubens. Wallerstein hat sogar über Jahrhunderte den Sitz des Landrabbinats inne gehabt und bereits 1933 war die Einwohnerschaft auf nur noch 13 Leute gesunken und bei der Verfolgung durch die Nationalsozialisten sind 19 namentlich bekannte Opfer, die also aus Wallerstein gebürtig stammen oder länger in Wallerstein gelebt haben, bekannt. Hier auf dieser Abbildung aus dem Jahr 1597 sehen wir den Ort Wallerstein mit der alten Burg noch. Und wir haben hier die alte Hinrichtungsstelle und den jüdischen Friedhof von Wallerstein sehr gut zu erkennen. Das Ganze Richtung Burghausen-Löpsingen ist heute noch bekannt. Der Judenfriedhof ist auch noch erhalten, ist, wird gepflegt von der Marktgemeinde auch. Und rechts haben wir eine Ansicht der Grabdenkmäler. Und diese
Lage neben Hinrichtungsstätten weit abseits ist für solche jüdischen Friedhöfe eigentlich ganz typisch. Die Synagoge in Wallerstein befand sich an der Hauptstraße des Ortes. Wir sehen hier eine Ansichtskarte. Ganz rechts ist die Synagoge. Rechts oben im Bild eine Außenansicht und links Innenansicht. Diese Synagoge wurde 1806 bis 1808 errichtet und wurde im Jahr 1938 bei der Reichspogromnacht geschändet, danach als Kino genutzt und 1979 abgebrochen. An der Stelle steht heute eine Sparkasse. In Einsfahrt ist das jüdische Leben seit 1434 bezeugt. Es gibt hier mittlerweile ein tolles Ensemble mit der Synagoge, die ja als Gedenkstätte renoviert worden ist, mit der Judenschule links im Bild auf der großen Ansicht und mit den Resten der Mikwe, der frühneuzeitlichen Mikwe, die vor einigen Jahren entdeckt und untersucht worden ist, die wir hier rechts im Bild sehen. Auch erhalten ist der jüdische Friedhof in Heinsbad mit sehr vielen gut erhaltenen Grabsteinen, die allesamt auch dokumentiert sind. Von Heinsbad gibt es auch eine Chronik, in der die jüdische Geschichte genau aufgeschrieben ist. Wir haben zu den ganzen Personen, zu den jüdischen Häusern genaue Informationen. Es sind auch etliche jüdische Häuser noch erhalten und wir haben auch einige besondere Persönlichkeiten, zum Beispiel den Gründer des Bankhauses Aufhäuser oder rechts im Bild den Michael Ries, der als Immobilienmakler, Grundstücksmakler in Chicago zu einem ungeheuren Vermögen gekommen ist, dann bei einem Besuch der Heimat und einem Besuch auf dem Friedhof in Wallerstein gestorben ist und dort auch seine letzte Ruhe gefunden hat. Also dieses imposante Grabdenkmal ist ihm gewidmet. In Kleinadlingen haben wir auch eine jüdische Gemeinde. Die erste Nennung ist hier 1458 zu verzeichnen. Im Jahr 1786 wurde dann die Synagoge errichtet. Wir haben links im Bild eine Innenansicht. Und in Kleinadlingen hat sich das jüdische Leben in einem kleinen Bereich konzentriert. Der heutige Straßenname Judenhof geht auf dieses kleine jüdische Viertel in Kleinadlingen zurück. 1928 ist die Gemeinde dann so geschrumpft gewesen, dass die Vereinigung mit der Nördlinger Kultusgemeinde erfolgt ist. In Pflaumloch ist die erste Nennung 1487 zu verzeichnen und wir haben hier 1824, also auch in dieser Zeit des Höchststandes haben wir 187 jüdische Einwohner, sind 41% der Bevölkerung. Es wurde 1840 ein Friedhof angelegt und 1844 bis 1846 die Synagoge neu errichtet, die heute das Rathaus der Gemeinde Riesburg beinhaltet. 1907 ist die letzte
jüdische Einwohnerin in Flaumloch gestorben und die Synagoge danach veräußert worden. Ebenfalls im württembergischen Oberdorf am Ipf, hier sind die ersten Juden ab 1510 nachweisbar. Auch hier gab es zeitweise einen Rabbinatssitz und die Höchstzahl der jüdischen Bevölkerung im Dorf war etwas später als in den meisten anderen Orten, 1846 mit 548 Personen, also 40% der Einwohnerschaft. Die Synagoge wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als katholische Kirche genutzt und ist dann 1989 durch den Trägerverein erworben worden und ist heute eben auch eine sehr würdevolle Gedenkstätte, wie Sie links unten im Bild sehen. Der jüdische Friedhof von Oberdorf, rechts unten im Bild, ist auch sehr eindrucksvoll und wir hätten nächstes Wochenende, wenn Corona uns nicht den Strich durch die Rechnung gemacht hätte, eine Führung dort auf diesem Friedhof. Am ganz anderen Ende des Rieses liegt Steinhardt, schon an der Grenze zu Mittelfranken. Wir haben hier auch eine kleine, aber sehr lebendige, ehemals lebendige jüdische Gemeinde mit erstem Nachweis 1555 und der jüdische Friedhof, ganz idyllisch im Wald gelegen und sehr gut erhalten, sehr gut dokumentiert, ist auch ein wirkliches Schmuckstück. Wir haben im Dorf zwei Gebäude, die auch sehr gut an das jüdische Leben in der Ortschaft erinnern. Das eine ist rechts oben im Bild das ehemalige jüdische Schulhaus, in dem sich auch die Mikwe befunden hat. Das wurde im Jahr 1842 durch einen reichen Kaufmann in London, der aus Steinhardt gestammt hat, gestiftet und ist also heute noch erhalten. Auch das Haus rechts unten im Bild wurde durch einen Juden erbaut, die Familie Obermeier. Wir haben eine Dendrodatierung der Balken machen lassen im Rahmen der Ortschronik, die es hier auch gibt. Und das wurde also im Jahr 1832 errichtet. 1875 ist in Steinhardt das letzte Kind geboren worden und auch hier ist durch Abzug, Wegzug, Auswanderung die Gemeinde so stark geschrumpft, dass 1883 diese aufgelöst worden ist. Hier eine alte Luftbildaufnahme und wir haben hier die Einrichtungen in Steinhardt, der Friedhof hier rechts im Wald, dann die Schule und Mikwe. Die ehemalige Synagoge hat sich hier befunden, ist nicht mehr erhalten. Dieses wunderschöne Geschäftshaus der Familie Obermeier hier mitten im Ort. Und auch hier zwei Familien Obermeier. Im Jahr 1813 mussten die Juden nach dem Bayerischen Judenedikt sich vererbliche Familiennamen zulegen. Und hier in Steinhardt, aber auch in anderen Orten, kann man sehr gut sehen, wie sich die Leute ihre Namen ausgedacht haben oder überlegt haben. Also Obermeier ist der Name dieser drei Familien, der reichsten Familien in Steinhardt. Also der Name Meier ist ja immer der Hinweis auf eine wohlhabendere Familie und Obermeier ist dann der ganz wohlhabende. Und man sieht es an dem
wunderschönen Haus auch, dass hier großes Selbstbewusstsein vorhanden war. Wir springen wieder, weil ich das Ganze etwas nach Jahren aufgebaut habe, an den württembergischen Rand nach Aufhausen am Schenkenstein, also Aufhausen bei Bopfingen. Hier gab es eine jüdische Gemeinde mit erster Nennung 1560. Dann wurde, weil wir hier das Herrschaftsgebiet der Grafen von Oettingen-Baldern haben, kurzzeitig nach dem Dreißigjährigen Krieg die Judenschaft vertrieben, hat sich dann aber wieder angesiedelt. Auch hier das Schicksal der meisten Dorfgemeinden, dass schon vor der NS-Zeit die Bevölkerung stark zurückgegangen ist. 1933 nur noch 5 Personen im Ort. Und rechts im Bild sehen wir den beeindruckenden jüdischen Friedhof von Aufhausen direkt unter der Burgruine Schenkenstein. Eine besondere Persönlichkeit ist der Samuel Liebmann, der in New York eine früher sehr bekannte Brauerei gegründet hat, die Rheingold Brauerei, und sein Bruder, auch mit abgebildet, wurde zu einem bekannten Waisenhausgründer in Esslingen. Diese Informationen, wie sehr viele auch, findet man im Internet auf der Seite Alamannia Judaica vom Rolf Hofmann aus Stuttgart. Werden hier sehr viele wertvolle Informationen unter anderem auch eingestellt. Und man kann sich hier über die ganzen Gemeinden sehr umfangreich informieren. Mönchsroth liegt eigentlich schon außerhalb des Rieses, aber gehört zur Grafschaft Oettingen, zum Bereich der Oettinger Grafen, und deswegen sollte es hier nicht unerwähnt bleiben. 1593 ist die erste Nennung in einem Nördlinger Messgeleitsbuch. Es gab in Mönchsroth keinen eigenen Friedhof. Die Toten wurden nach Schopfloch gebracht. Und es gab hier auch die Schändung und die Drangsalierung der Bevölkerung in der Reichspogromnacht. 28 Juden wurden Opfer der Shoah. Und wir haben hier die ehemalige Synagoge rechts im Bild. Es wurde in Mönchsroth eine ganze Reihe von Genießer entdeckt, also die Funde, die vor allem in Fehlböden, in Dachböden gemacht werden, von ehemaligen kultischen Gegenständen, Schriften, die bei den Juden ja nicht vernichtet werden dürfen, sondern in den allermeisten Fällen dann in Fehlböden oder Dachböden versteckt worden sind. Und hier eben in Mönchsroth in ganz großer Zahl zum Vorschein gekommen sind bei Umbauarbeiten und auch jetzt zu sehen sind in einer Ausstellung. In Harburg gab es bereits im Mittelalter eine jüdische Gemeinde, die auch wieder bei diesen Vertreibungen genannt und erwähnt ist. Es gab dann auch spätere Nennungen. Allerdings war diese Gemeinde nicht von Dauer. Wir haben dann erst wieder im Jahr 1671 eine Gründung der neuzeitlichen jüdischen Gemeinde. Die Einwohner sind damals aus Pfalz-Neuburg zugezogen. Dort hatten sie das gleiche Schicksal. Sie wurden vertrieben und konnten dann eben bei den Oettinger Grafen in Harburg unterkommen. 1754 wurde eine Synagoge errichtet und wir haben auch einen
schön gelegenen jüdischen Friedhof, rechts im Bild mit Blick auf die Harburg, unten im Tal. Der Friedhof wird auch sehr schön gepflegt von einer Familie und ist auch zu besichtigen. Wir haben die Synagoge in Harburg auch hier links im Bild. Hier haben wir eine Innenansicht und auch die Mikwe von Harburg ist ja in einem Wohnhaus erhalten, das mittlerweile schön restauriert ist. Auch in Münsteggingen ist die jüdische Gemeinde erst nach dem Dreißigjährigen Krieg entstanden. Wir haben hier ähnlich wie bei Harburg eine Ansiedlung aus dem Bereich von Höchstädt an der Donau. Und es wurde in Münsteggingen ein Friedhof errichtet, 1832/33, der heute auch noch erhalten ist, links unten im Bild. Auch die Münsteggingen Gemeinde ist sehr stark zurückgegangen. 1879 war die letzte Beisetzung und es sind 143 Grabsteine dort noch erhalten. Die Gemeinde hat sich in der Folgezeit aufgelöst dann und mit der Nördlinger Gemeinde verschmolzen. Und wir haben, es ist teilweise auch dem Engagement von Münsteggingen Bürgern zu verdanken. Wir haben neben dem jüdischen Friedhof auch die ehemalige Mikwe, die noch erhalten ist, im Jahr 1841, und der auch das Titelbild, das heute in der Zeitung war, stammt. Und wir haben einen Hinweisstein auf den Standort der ehemaligen Synagoge. Die Nördlinger jüdische Gemeinde hat eine ganz wechselhafte Geschichte. Wir haben also schon im Mittelalter immer wieder jüdische Gemeinden, die dann durch Vertreibung und Ermordung ausgelöscht worden sind, die sich dann wieder gebildet haben. Und im Prinzip ist zu Beginn des 16. Jahrhunderts dann das jüdische Leben in der Reichsstadt Nördlingen zu Ende gewesen. Erst 1860 kam es wieder zu einer Ansiedlung von Juden innerhalb der Stadtmauern. Diese meisten Zugezogenen stammten aus den Dörfern, also aus den kleinen Landgemeinden, die ja ganz massiven Bevölkerungsverlust hatten. In Nördlingen war es genau umgekehrt. In dieser Zeit ist ein ganz starkes Wachstum dieser Gemeinde zu verzeichnen und sehr viele Leute aus den Dörfern sind hier nach Nördlingen gegangen. Die Synagoge, dieser prächtige Bau, wurde dann auch in der Folgezeit errichtet, ist dann später als evangelisches Gemeindehaus genutzt worden. Und der Bau wurde dann später abgebrochen. Wir haben ein Gruppenfoto, das hier auch ganz interessant ist. Das hat in der Mitte den Abraham Weiler, der ein ganz wichtiger jüdischer Bürger aus Nördlingen war. Der ist im Jahr 1908 in Augsburg verstorben, war 37 Jahre lang Religionslehrer und Kantor in Nördlingen und lange Zeit erster Schützenmeister. Und für ihn wurden also sehr viele Nachrufe geschrieben. Er war also ein sehr angesehener
Nördlinger jüdischer Bürger. Interessant ist auch, dass immer wieder jüdische Bürger konvertiert sind zum christlichen Glauben. Wir haben hier das Beispiel des Samuel Friedrich Brenz, der 1601 in Feuchtwangen getauft worden ist mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Er hat dann auch ein Buch verfasst, diesen abgestreiften jüdischen Schlangenbalg im Jahr 1614, in dem er also ja die jüdische Religion auch scharf angreift und dann auch einen scharfen Disput mit einem anderen Juden, der eben ihm dann Kontra gegeben hat, geführt hat. Und dieser Samuel Friedrich Brenz hat auch eine große Nachkommenschaft. Er war später in gräflich-oettingischen Diensten. Sein Sohn wurde evangelischer Pfarrer und diese Familie ist sehr gut erforscht und die Nachkommen weit verbreitet. Auch ein 1660 in Nördlingen getaufter Jude namens, also später nannte er sich dann Georg Konrad Victor, hat ein solches Buch verfasst und rechtfertigt sich in diesem Schriftstück vor seiner Mutter für seine Konversion. Ganz wichtig war für die Juden im Ries, aber auch weit darüber hinaus, die Nördlinger Pfingstmesse. Und so haben die Juden, die durch das oettingische Gebiet ja immer mussten, wenn sie nach Nördlingen gelangen wollten, sich solche Messgeleitszettel ausstellen lassen. Zwar natürlich immer mit Gebühren verbunden, war für die Oettinger Grafen, beziehungsweise wir haben hier ein Schriftstück aus der Zeit, als die evangelische Fürstenlinie ausgestorben ist und dann die wallersteinische Grafenlinie geerbt hat. Aus dieser Zeit stammt dieses Schriftstück, deswegen ist hier links auch die Fürstenkrone und das hochfürstlich durchgestrichen und durch das hochgräflich und die Grafenkrone ersetzt worden. Also die Juden mussten immer durch oettingisches Territorium und mussten dort ihre Abgaben leisten und konnten erst dann nach Nördlingen zur Pfingstmesse, wo sie kräftige Geschäfte gemacht haben. Dass die Juden in sehr vielen Orten gut integriert waren im 19. Jahrhundert, sieht man hier zum Beispiel an dem Buch der Feuerwehr in Heinsfahrt. Hier sind also Christen und Juden gleichermaßen als Feuerwehrkameraden aufgeführt. Wir haben hier auch Ehrendiplom oder Auszeichnungen von jüdischen Feuerwehrleuten und der Sigmund Schäfer ganz unten, der ist hier als gestorben eingetragen, der Heinsvater Protokollführer des Feuerwehrbuches hat den Hinweis Theresienstadt hier nicht mit beigefügt. Er ist nämlich 1942 im Konzentrationslager ermordet worden. Auch für den Oberlehrer Leopold Gutmann in Oettingen gibt es eine ganze Reihe an Nachrufen. Es gibt also hier
eine ganze Menge an Vereinen, in denen er tätig war, im Turnverein, im Männerzweigverein des Roten Kreuzes, Bezirkslehrerverein, also eine ganze Reihe an Nachrufen, die nach seinem Tod 1930 sich in den Zeitungen finden. Wieder ein Bild aus Heinsfahrt, und zwar die Schützengesellschaft im Jahr 1910. Wir haben hier zwischen den ganzen Heinsfahrter Schützen, die alle christlichen Glaubens waren, auch einen jüdischen Schneidermeister, den Josef Schlossmann, der sich hier inmitten seiner Schützenbrüder fotografieren hat lassen. Dieses Hochzeitsbild aus Schwörsheim finde ich auch sehr interessant. Wir haben hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1906 und hier in der hinteren Reihe ganz links ist ein Textilhändler aus Oettingen mit abgebildet, der hier offenbar ganz selbstverständlich mit bei dieser Hochzeit eingeladen war. Auch im Ersten Weltkrieg sind natürlich die jüdischen Mitbürger ins Feld gezogen, haben für das deutsche Vaterland gekämpft. Damals, sie sind zum Beispiel hier rechts im Bild in Heinsfahrt, ganz selbstverständlich auf der Gedenktafel mit verewigt, die drei gefallenen jüdischen Mitbürger. In Oberdorf gibt es eine eigene Gedenktafel für die gefallenen Heldensöhne der Kultusgemeinde, wie es hier formuliert ist. Und solche Beispiele gibt es also überall. Ein sehr bekannter Nördlinger Arzt, Dr. David Heimann mit seiner Frau, ist hier auch abgebildet. Er ist im Rahmen der Verfolgung im Dritten Reich dann in die USA ausgewandert und dort verstorben. Noch ein Beispiel aus Oettingen. Eine lange dort ansässige Familie Bartmann, die seit mindestens 1730 dort zu finden ist. Also hier links im Bild Louis Bartmann, der über 50 Jahre in der Feuerwehr gewesen ist. Bankkaufmann war sein Sohn in Amsterdam und ist dann im Konzentrationslager umgebracht worden. Und auch sein in Oettingen gebliebener Sohn, Max Bartmann, ist deportiert worden. Wir kommen noch nach Ederheim. Es war ja heute Nachmittag die Einweihung der Informationstafel zur jüdischen Geschichte am Judenbuch. Sie sehen hier rechts diese Tafel, die das ehemalige jüdische Zentrum von Ederheim erklärt, auch eine Zeittafel mitbringt und die jetzt an dieser Stelle sich befindet. Im Rahmen der Chronikvorstellung wurde dieser Bereich genau erforscht. Es war am Anfang gar nicht so einfach, welche Gebäude jetzt welche Funktion hatten. Es war ja alles zwischenzeitlich umgenutzt, weil die jüdische Gemeinde ja 1874 aufgelöst worden ist. Die ehemalige Synagoge wurde als Scheune zwischenzeitlich genutzt und von daher war das gar nicht mehr so klar, was ist jetzt was genau gewesen. Die Mitstreiter
Wolfgang Dösel und Kurt Kröppelin haben also hier sehr eifrig recherchiert und rekonstruiert, und so konnten wir das Rätsel langsam lösen. Die Ederheimer Judengemeinde ist auch schon seit 1503 nachweisbar. Es gab dann auch wieder Unterbrechungen, und 1674 ist wieder jüdisches Leben in Ederheim eingezogen. Wir haben unten ein paar Münzen, die 1990 im Bereich der ehemaligen Synagoge gefunden worden sind. Und diese drei Münzen, ursprünglich waren es 10, sind unter einem hohlen Kalkstein versteckt gewesen, wahrscheinlich aus der Anfangszeit dieser neuen Gemeinde. Und diese drei Münzen stammen aus Brandenburg und aus Polen. Und man kann davon ausgehen, dass die ersten Juden, die wieder nach Ederheim gekommen sind, eben aus dem Osten zugewandert sind. Kann man zumindest spekulieren. Wir haben in Ederheim 1820 25 jüdische Gemeinden. Und im Ort ist hier der jüdische Hausbesitz im 19., frühen 19. Jahrhundert dokumentiert und farbig gekennzeichnet. Also Sie sehen, dass hier ja fast die Hälfte der Häuser im Laufe der Zeit irgendwann mal im jüdischen Besitz gewesen sind, also im jüdischen Wohnbesitz, der kurzzeitige Besitz durch Handelstätigkeit ist hier gar nicht berücksichtigt. Und wir haben hier in diesem Bereich den heute noch so bezeichneten Judenbock und hier auch die ehemalige Synagoge und Judenschule. Eine Abbildung der Synagoge gibt es leider nicht. Wir haben nur dieses Foto. Das Gebäude hier ist der Stadel, der praktisch im ehemaligen Synagogengebäude eingerichtet worden ist. Ist sicherlich auch etwas umgebaut worden, aber hier befand sich eben die alte Synagoge. Der schon genannte Rolf Hofmann aus Stuttgart hat entdeckt, dass in Augsburg im Jüdischen Museum ein Toraschild sich befindet, das gekennzeichnet ist mit aus Nördlingen stammend. Er hat sich dann die Namen genauer angeschaut und hat festgestellt, dass sich die mit Ederheimer Familien und Personen ganz genau decken. Und man kann davon mit Sicherheit ausgehen, dass dieses Toraschild aus Ederheim stammt, dann bei der Auflösung der Ederheimer Gemeinde nach Nördlingen gelangt ist und von dort später ins Museum. In Ederheim gab es auch eine Mikwe, also ein Badhaus. Wir haben hier links im Bild den Bauplan aus dem Jahr 1827, also ein kleines, bescheidenes Badehaus, rechts im Bild zum Vergleich die Anlage in Mönsteggingen. Die Lage für die Ederheimer Ortskundigen dürfte es klar sein. Wir haben hier die heutige Schulstraße, und in diesem Bereich befand sich bis 1827 das Badhaus, und der Neubau wurde dann hier im Bereich der Dorfstraße errichtet, direkt am Bach. Ein sehr interessanter Fund ist dieser Teil einer Kachelofenbank, der sich im Besitz der Familie Steinmeier, Hauptstraße 33, befindet. Diese Kachelofenbank oder dieses Teil
trägt Initialen und eine Jahreszahl und man kann aufgrund der Vorbesitzer des Anwesens davon ausgehen, dass die Zuordnung zu Gabriel und Zilli Einstein in Ederheim korrekt ist. Also wir haben diese Buchstaben hier auch drin. Als ich im Rahmen der Chronikarbeiten den Namen Einstein gelesen habe, bin ich sofort hellhörig geworden, aber keine Sorge, es gibt hier keine Vorfahrenschaft vom Albert Einstein. Es ist einfach nur eine Namensgleichheit. Dieser Name war nicht ganz unüblich. Wir können einzelne Personen auch zuordnen, sehr gut. Im Jahr 1813 ist ja durch das Judenedikt die Einführung von Familiennamen verpflichtet worden. Und so gab es dann auch Familien mit dem Namen Ederheimer zum Beispiel, die also aus Ederheim weggezogen sind und dann diesen Namen geführt haben. Der Begräbnisplatz der Ederheimer Juden befindet sich in Harburg auf dem dortigen Friedhof und es sind noch einige Grabstätten vorhanden, die also von Ederheimer Juden stammen. Hier zum Beispiel links im Bild Breindl Sternglanz, die 1868 hochbetagt verstorben ist. Hier das Foto ihres Anwesens, wo sie gelebt hat im Jahr in Ederheim, Dorfstraße 32. Später die Familie Dollinger. Hier wieder ein Einstein Abraham, der in Harburg beerdigt worden ist. Er hat in der Dorfstraße 8 gelebt. Das Wohnhaus sehen Sie rechts, ein typisches jüdisches Haus mit diesem Krüppelwalmdach. Ist also ganz charakteristisch. Es wurde 1868 an eine Familie Steinmeier verkauft. Und auch diese Bauform sieht man beim Gasthaus Lamm. Das Gebäude wurde 1837 von Salomon Oettinger errichtet und ist dann 1876 an die Familie Leitz verkauft worden und seit 1880 ein Gasthaus. Die noch heute existierenden jüdischen Häuser in Ederheim sind auf dieser Karte auch teilweise mit zu erkennen oder auch in der Chronik auch dargestellt, also hier umrandet die ehemaligen jüdischen Wohnhäuser, die von Wolfgang Dösel hier gekennzeichnet worden sind. Hier auch eine aktuelle Liste, aber wir müssen das, denke ich, nicht im Einzelnen durchgehen. Man kann es in der Chronik nachlesen und auch auf der Gedenktafel dazu etwas finden. Die jüdische Gemeinde in Ederheim ist ja wie die anderen Landgemeinden auch durch Wegzug und vor allem durch Auswanderung nach Amerika sehr stark zurückgegangen. Also wir haben eine Liste mit 77 Namen von Auswanderern aus Ederheim nach Amerika. Darunter finden sich 54 Juden. Wir haben fast kein einziges Bild von jüdischen Bewohnern von Ederheim. Das hängt einfach mit diesem ganz frühen Wegzug und dem Ende der Gemeinde zusammen. Hier dieses Bild stammt von einer Caroline Altmaier in der Mitte, die ist in Ederheim geboren und 1859 ausgewandert nach New York. Und über die Nachkommen dieser Familie ist dieses Bild dann über Rolf Hofmann wieder zurückgekommen. Also einer der wenigen Hinweise auf eine Person.
Damit wäre ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit. Ich möchte noch einmal, und die Chronik ist schon öfters erwähnt worden, auf diese Ederheimer Chronik, auf dieses Werk, auf dieses epochale Werk hinweisen und Ihnen ans Herz legen. Ich möchte heute Abend darauf verzichten, dass ich versuche, den Inhalt des Referats in wenigen Strichen nachzuzeichnen. Ich möchte stattdessen heute Abend etwas zur Philosophie des heutigen Abends sagen. Die diesjährigen Kulturtage haben ja einen gewissen Schwerpunkt auf die Geschichte der Juden im Ries und deren Schicksal gelegt. Wir von den Rieser Kulturtagen verstehen das auch als Verbeugung vor den Opfern unserer Vorfahren in der Vergangenheit und als Vorbeugung vor der Verblendung vieler unserer Zeitgenossen in der Gegenwart. Lieber Herr Beck, wenn der Vortrag heute wie geplant in der Mehrzweckhalle gewesen wäre, wir hätten alle die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören. Vielen Dank. Ja, schalten Sie gerne bei uns auch morgen wieder ein. Die Rieser Nachrichten haben uns ja heute bereits eingestimmt auf das Thema des morgigen Abends, auf den Spuren der Rieser Mühlenlandschaft mit Gerhard Beck, Manfred Luff und Dr. Josef Hopfensitz. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie behütet. Auf Wiedersehen.